Ich bin verliebt. Ich bin verliebt. Baby! Ein Erstgeborener. Sag doch mal was. Dann setz dich doch schon mal auf die Couch. Ist das okay, wenn die Kamera an ist? Zieh doch schon mal dein Höschen aus, okay? Ist okay, wenn noch eine Freundin kommt? Ja, hallo und herzlich willkommen bei Casting Couch. Nein, natürlich nicht. Wir sind heute in Essen und zwar beim Sabi. Ja, Sabi hat uns ein richtig geiles Motorrad vorzustellen, aber bevor wir überhaupt weiterreden hier, ihr müsst diesen verdammten Like und Share und Abonnieren-Button komplett auseinandernehmen. Ich habe letztens die Statistik gesehen, ich habe 99,6% Nicht-Abonnenten an Viewern. Also tut mir einen Gefallen, abonniert alle mal für diesen verdammten Kanal, damit wir hier weiter wachsen können. Das wäre mega geil von euch, würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, das schon mal an euch und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Interview. Also, ich würde sagen, wir beginnen mit der ersten Frage, und zwar die wichtigste Frage: Wer bist du und was machst du überhaupt? Das Wort geht an dich. Ja. Ich bin der Sabi, komme aus Essen-Rüttenscheid, arbeite in Düsseldorf, habe verschiedene Funktionen, bin aber im Sportsegment tätig, habe eine regionale Funktion, bin Personal Trainer, Athletiktrainer, Nutrition Coach und betreue Athleten im Amrani Palace in Oberhausen. Also der Amrani, den man kennt, sprich Kamal El Amrani. Also ich weiß nicht, ob das jetzt euch was sagt, aber Kamal El Amrani ist eine Koryphäe in der K1-Welt. Also das ist ein, ich glaube, siebenfacher Weltmeister mittlerweile. Ja. Du sagst, du arbeitest in Düsseldorf, ja? Genau. Wie läuft das da? Wie kann man sich das vorstellen? Erklär doch mal, wie so ein ganz normaler Tag mit so einem Klienten abläuft. Ich schweige mal. Die ganze Frau im Kaiserslautern. Ey. Ich hätte mal den anderen Esel oben aus der zweiten Etage geholt. So geil. Hau mal. Also, hau mal raus. Meine Aufgaben sind Wachstum, Personalbeschaffung, Marketing, alles, was sozusagen das Unternehmen vergrößert. Das sind meine Hauptaufgaben. Ich habe gesehen, du hast auch im Hyatt schon Personal Trainings durchgeführt. Das fand ich sehr, sehr interessant. Ja? Hau mal raus. Wie läuft das da ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt zum Beispiel, wichtige Frage, vielleicht hat jemand ja Bock, ich werde auf jeden Fall Sabi als Personal Trainer verlinken, hier oben oder hier unten oder links oder rechts, je nachdem. Überall. Überall, ich baller euch den Sabi oben, unten, links, rechts rein. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt gerne ein Personal Training. Wie läuft das ab? Also ich kontaktiere dich, ja, und dann treffen wir uns im Hyatt in Düsseldorf und dann trainierst du mich da, ja? Das ist eine Möglichkeit, wobei man halt auch sagen muss, dass das Klientel bei mir sehr speziell ist. Das sind halt entweder Influencer, professionelle Athleten oder halt Top-Performer, Top-Manager, die sich das Ganze halt auch leisten können. Dementsprechend achte ich da natürlich im Vorfeld genau, wer überhaupt die finanziellen Möglichkeiten hat und wo es halt auch, oder wo es zwischenmenschlich funktionieren könnte. Ja? Es gibt ein paar Klienten, die ich in der Vergangenheit abgelehnt habe, die sehr viel Geld mir angeboten hatten, aber es hat einfach im Vorfeld nicht geklappt. Ne? Deswegen trinkt man einfach ein Wasser oder einen Kaffee. Ja? Ich frage, was die Ziele sind, warum es im Vorfeld nicht funktioniert hat, und dann macht man eine Session und guckt danach, ob das, ob die Reise gemeinsam weitergehen könnte. Okay, also du entscheidest auf jeden Fall erstmal, wer quasi mit dir zusammenarbeitet. Es geht jetzt nicht, dass sich jeder meldet bei dir, und du würdest vorher schon selektieren und gucken, ob einfach die Chemie passt. Absolut. Ist ja auch absolut legitim. Absolut. Ja? Personal Training ist sehr persönlich. Meine Zeit ist halt auch limitiert und halt auch kostbar. Absolut verständlich, aber wir sind heute nicht da, um uns über Personal Training zu unterhalten. Richtig. Kommen wir vielleicht nochmal im Nachgang drauf. Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Na klar, kannst du eine Zwischenfrage stellen. Hau raus. Wie viele der Top-Manager haben ihre Sekretärinnen im Hyatt Hotel? Das müssen wir wahrscheinlich hier unten einblenden, aber ich würde dir die Aufgabe geben, das Ganze zu recherchieren. Bitte den Typen melden, hinter der Kamera. Genau, wir piepen die Scheiße auch mal weg. Ja? Adresse, Anschrift. Wir leaken dich, hör mal. Aber ein geiler Übergang, ich weiß nicht, wie wir von, naja, egal, der Story rüberkommen zu deinem Motorrad. Nur zur Info, das ist noch mehr Arbeit für ihn später, ne? Das Schneiden. Genau, wir sind heute natürlich da, um uns das Fahrzeug oder das Gefährt von dir anzuschauen. Da würde ich sagen, erzählst du uns erstmal ein bisschen was dazu. Was handelt es sich hier? Hau doch mal raus. Ja, sehr gerne. Ich bin stolzer Besitzer einer Harley-Davidson Iron 883. Diese Maschine wird nicht mehr gefertigt oder produziert. Ich bin sehr happy darüber, dass ich eines der seltenen Modelle noch in einem Top-Zustand ergattern durfte oder konnte. Und der Sommer ist ja noch Gott sei Dank da, und da werden auf jeden Fall ein paar gute Rides nach Düsseldorf unter anderem ebenfalls stattfinden. Ja, sehr geil auf jeden Fall. Ich würde sagen, Uno, komm mal her, jetzt habe ich schon deinen Namen gesagt, tut mir sehr leid. Lass das Ding mal einfach mal auf dich wirken und geh mal auch mal ein bisschen näher ran. Guck dir das Fahrzeug mal wirklich an, weil ich finde die wirklich richtig, richtig schön. Zeig mal unseren Abonnenten schön dieses geile Ding. Zeig mir bitte auch dein hässliches Gesicht gleich, das ist auch ganz wichtig.
Das ist die Maschine. Wie konnte das auch ignorieren, ne? Die Maschine für die Maschine. Die Maschine für die Maschine. Übertreib jetzt nicht, Alter. Wir sind nicht bei Terminator 3. Da seht ihr die Maschine. Die eine ist menschlich, die andere mechanisch. Okay, John Connor, danke. John Connor, danke, genau. Ja, so ein geiles Ding, Alter. Jetzt halt die Klappe, Alter. Ich muss weiterreden. Diese Mattlackierte gefällt mir persönlich mal sehr gut. Ja. Ich habe das ja auch auf meinem Fahrzeug, deswegen, ich habe da irgendwie so eine Liebe für. Weißt du, so, was Mattlackiert ist, wirkt immer ein bisschen rauer, wirkt ein bisschen aggressiver, ein bisschen brutaler. Passt ja zu mir. Sowieso passt aber natürlich auch zu der Maschine, muss ich sagen. Ja. Das würde ich sagen, gefällt mir sehr gut. Damit sehe ich vorne das auch etwas, was ich bisher selten gesehen habe. Zumindest auch in der Ausführung. Komm mal bitte näher. Nochmal, bevor du. Ne, sonst müssen wir leider deine Adresse liegen, mein Freund. Guck mal hier vorne, geh mal bitte nah ran. Und zwar, das fand ich vorhin sehr interessant. Du siehst diesen Deckel hier oben, ja? Dieser Deckel scheint aus Aluminium zu sein, ja? Also du merkst das richtig, du hörst es, ja? Man hört es, okay? Das ist hier kein Plastik. Und wenn du hier oben mal schaust, mal ein bisschen höher gehst, dann siehst du, dass tatsächlich dieser Deckel gefräst sein muss. Das ist kein gegossenes Teil oder sowas. Das heißt, die haben sich echt die Mühe gemacht, dieses Teil hier aus einem Stück zu fräsen. Und das, finde ich, ist schon so ein Detailgrad, ja, der mir richtig gefällt bei Harley-Davidson jetzt gerade. Absolut, ja? Absolut. Ich habe das auch gar nicht erwartet, muss ich sagen. Weil sowas suchst du definitiv vergeblich bei irgendwelchen japanischen Karren. Ne? Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigungen, die können auch richtig geil performen. Ja? Also ich, ja, weiß selber, ich habe damals mein R1 gehabt, ich war vollends zufrieden damit, aber solche Details halt, ne? Das ist schon ziemlich geil, das wirkt dann halt auch nochmal ganz anders. Hat halt auch eine, große Fangemeinde, würde ich sagen, also man kennt das ja, bei Harley-Davidson, das sind ja echt kernige Typen. Nicht nur Motorradfahrer, sondern wirklich begeisterte Enthusiasten, ne? Also, ja. Die leben richtig das Thema, Harley-Davidson Motorrad. Also, gibt es Besonderheiten bei deiner Maschine? Du hattest mir im Vorfeld gesagt, es gibt ein oder andere Sache, die du noch erwähnen wolltest, ja, zu deiner Maschine. Ja. Hau doch mal raus. Also grundsätzlich war ich jetzt nicht viele Jahre Biker, sondern ich habe mich auch mit der Thematik relativ neu beschäftigt, seit ungefähr anderthalb Jahren, und habe mich für diese Maschine und natürlich auch für die Harley-Davidson entschieden, bewusst, weil Harley-Davidson ist natürlich ein Statement. Du kannst Harley-Davidson nicht toppen. Ich habe natürlich auch ein bisschen am Anfang verglichen. Indien oder viele werden mich jetzt hassen. Selbst eine BMW habe ich mir mal angeschaut. Aber das hat einfach nicht gepasst. Und Harley-Davidson, vor allem das Modell Iron 883, das hat mich sofort gecatcht. Ne? Dann habe ich mir die Modelle angeschaut, habe danach speziell oder explizit gesucht. Wurde fündig, und da gibt es auch eine schöne Geschichte dazu. Ich bin ja leidenschaftlicher Borussia Dortmund-Fan. Wirklich schon immer. Habe meinen Führerschein in Dortmund gemacht, also meinen Motorradführerschein. Habe meine jetzige Freundin kennengelernt. Liebe Grüße auch an Sie. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, gefällt Harley-Davidson persönlich auch sehr gut in dieser Reihe von Modellen, die du gerade genannt hast, oder in dieser Reihe von Herstellern. Jetzt muss ich nochmal sagen, du hast gerade gesagt, BMW kam für dich teilweise in Frage. Ich lass mich mal raten, weil ich glaube, ich weiß, welches Modell das war. R19. Ganz kurz. Ne? Hat irgendwie jeder auf dem Schirm, der so ein bisschen auf Bobber, auf Chopper, genau. auf Rambler steht. Ne? Das ist halt irgendwie so das Neue. Ja, es gibt die Dinge auch in alt. Ne? Ja. Hast du bestimmt schon mal gesehen, so Umbauten, alte Scrambler von BMW, Fall. Sehen auch sehr geil aus. Aber wie du sagst, dementsprechend ist ein Name auch, ne? Ist einfach bekannt. Ist ein Statement. Wenn Motorradfahren, dann wirklich auch nur Harley-Davidson. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, jemals irgendwie eine andere Marke oder ein anderes Brand fahren zu wollen. Also ich stehe da komplett dahinter. Ja, man muss es aber irgendwie auch fahren können. Ich finde, ich wege da nicht so drauf. Wenn er da drauf sitzt, dann sieht das halt schon aus wie angegossen. Ne? Also, ne? Es ist einfach so. Man muss irgendwie auch so ein bisschen diesen Charakter, diesen Habitus haben, diesen Körper auch so ein bisschen dafür haben, dass das gut da drauf aussieht. Ich sitze da, weiß ich nicht. Bei mir sieht das irgendwie komisch aus. Uno, bei dir wird das auf jeden Fall auch komisch aussehen. Wir werden dich gleich nochmal Probe sitzen lassen, ja, und das Ganze auch nochmal filmen. Einfach mal aus Spaß. Darauf freue ich mich. Und zu den technischen Details haben wir gesagt, brauchen wir eigentlich nicht viel zu sagen. Wir haben einmal die Namensgebung. Die rührt natürlich daher, dass es sich um 883 Kubik handelt. Ja, der Motor hat 883 Kubik. Im Vorformat angeordnete 2 Zylinder, deswegen V2.
Ansonsten gibt es da eigentlich nicht so viel zu sagen. Du hast auch vom Motor jetzt nicht viel verändert oder sowas, ne? Natürlich nicht. Natürlich. Was hier noch ganz interessant ist, wir haben da keinen Kettenantrieb, wir haben einen Riementrieb. Ja? Hier, also ist ein Riemen, der im Grunde genommen hier diese, ja, wie soll ich das nennen, ja? Diese Scheibe antreibt. Weißwandreifen sehen eigentlich auch noch ganz schön aus, geben sie so einen schönen Akzent irgendwie. Ja? Hat was. Ist hier so ein bisschen dreckig, ne? Ich weiß. Das werde ich direkt jetzt nochmal sagen. Kannst du irgendwie sagen. So, genau. Leute, mir ist noch gerade aufgefallen, wir haben, bevor wir angefangen haben, die Maschine hier zu starten, die Batterie war entladen, deswegen haben wir uns die Mühe gemacht und das Ganze hier einmal überbrückt. Da bin ich etwas dreckig geworden, also verzeiht mir diesen Fleck hier auf meiner rechten Brust. Wo gehobelt wird, da fallen später. So sieht es aus, ganz ja. genau. Ja, wir haben jetzt mal gerade überlegt, was wir noch für Fragen stellen können. Savi, war das schon immer ein Traum von dir? So eine Maschine zu besitzen, sprich die Harley Davidson, oder hast du auch noch mal andere Maschinenblick gehabt, sprich eine andere Sparte, eine andere, ich sag mal eine andere Klasse, vielleicht Supersportler oder mal was anderes? Oder soll es immer ein Shopper sein? Um ehrlich zu sein, habe ich mich mit dem Thema nie so wirklich früher beschäftigt. Es hat sich dann irgendwann mal entwickelt. Ich glaube, das Motorrad sucht sich auch so ein bisschen den Fahrer aus. Car picked the driver. It's a mystical bond between man and machine. Und bei mir hat das irgendwie mit der Harley-Davidson relativ gut geklappt. Ne? Wofür steht eine Harley-Davidson? Freiheit, Power, ein bisschen Aggressivität, ne? Dominanz und dementsprechend kommt für mich keine Sportmaschine in Frage, auf gar keinen Fall. Ne? Da mit dem, die Maschine sucht sich den Fahrer aus, muss ich gerade irgendwie an Transformers 1 denken. So. Da Ding ist der aber nicht hinterhergefahren, ne? Die Bumblebee oder so. Nein. Okay, alles klar. Gut, nächste Frage. Ja? Warum es eine Harley geworden ist, hast du uns erklärt, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch eine interessante Frage, Savi, wie bist du denn überhaupt zum Motorradfahren gekommen? Weil ich meine, ne, das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, wo viele auch dann einfach sagen, nee, das ist mir die Mühe nicht wert, das ist mir zu gefährlich. Oder es gibt ja einen Haufen von Gründen, warum die Leute sagen, sie fahren kein Motorrad. Was war der Grund, warum du gesagt hast, ich fange jetzt an, Motorrad zu fahren, ich möchte den Lappen machen? Ich habe natürlich nach wie vor extrem viel Respekt, ne, vor dem Fahren. PKWs oder jetzt natürlich auch mit der Maschine. Ich empfehle es auch wirklich nur Leuten, die viele, viele Jahre keine Probleme im Straßenverkehr hatten, weil sonst kann aus dem Spaß ganz schnell halt auch ein Albtraum werden. Ne? Der Beweggrund für mich war das Gefühl von Freiheit, ne? Die man im Fahrzeug oder im PKW halt nicht so fühlen kann wie bei einem Motorrad und ja. Ich lerne halt immer gerne neue Dinge dazu, ne? Und in dem das Alter muss ich sagen mit 40 Jahren du kannst doch sagen, dass du 43 bist, das ist kein Thema. Mit 40 Jahren sollte man endlich ich kenne keinen YouTuber von der Kamera oder war das frech für Junge! Ja, aber ich glaube, das reicht mit dir. Ja, passt perfekt auf jeden Fall, ja. So, Savi. Halt doch mal die Klappe. So, Savi, ich würde sagen, zum grünen Abschluss einmal nochmal ein Soundcheck. Wir wollen nochmal hören, wie das Ding knallt, richtig knattert. So, Leute, nochmal zum Abschluss auf jeden Fall den Soundcheck von der Harley Davidson 883. Iron heißt die, ne? Iron 883. Wir wollen mal sehen, wie das Ding richtig knallt, wie sich das anhört, weil das ist natürlich das Interessanteste bei so einem Fahrzeug. Schwing nicht drauf. Gerne. Weil bei mir knattert gerade was ganz anderes. Der Arabesk hat auseinandergenommen. Ne? Mein Magen. Falschparker, fängt ja schon gut an.
War gut, ja. Das Video haben wir sehr geil angebaut. Also, hat mich gefreut. Sehr geil. Gerne. Nein. Das nächste Mal in Düsseldorf? Gerne, gerne. Im Hyatt. Sehr gerne. Also jetzt nicht im Hyatt, sondern vor dem Hyatt. Vor dem Hyatt. Ich komme nicht ins Hyatt. Also ich werde auf der Treppe trainieren, vor dem Hyatt. Kriegen wir hin. Perfekt. So, ab und zu. Jetzt sag doch mal was. Hat mein Arm schon wehgetan vom ganzen Halten. Was hast du denn gehalten? Mein der so groß ist wie die Kamera. Ich hab so einen großen Jara. Hör mal auf. Ey, krass am Anfang. Ja. Oh shit, ey. Oh shit. Wir packen jetzt noch zusammen hier. Am Anfang, ne? Ich hab gerade angemacht. Losgefahren. Boah, ich hatte voll die Probleme damit, ne? Warum? Ja, wegen dem Sitz und dass halt die Beine nach vorne positioniert, ne? Bei der Sport hast du die Ach so, hinten. Ja, stimmt, ja. Du hast voll die Probleme mit der Balance. Und jetzt gar kein Problem mehr. Nee, man gewöhnt sich ja wieder dran, aber ich fand das auch voll komisch, wo ich einmal drauf gefahren bin. Komm, wir packen hier nur einen. Ab in den Kofferraum mit dir. Ab in den Kofferraum. So sieht's aus. Guck dir das mal 14 Minuten verspätet. Du wirkst gut auf der Kamera, oh, schau. Ich weiß. Eigenlob stinkt. Ich bin noch zu haben, Leute. Genau, ey, genau. Wir müssen noch so eine Dating-Anzeige hier machen. Also, das ist Omo, ledig. Wenn ihr eure Schwestern mit mir verkuppeln wollt. Ey, der muss übertreiben direkt, weißt du? Guck mal, lass mich mal was sagen, ne? Wenn ihr Bock habt, ne? Warte. Mach mal vernünftig. Also, wenn ihr wirklich den Tinder-Schwindler kennenlernen wollt, hier ist er, aus Essen. Ne? Da ist er. Keine Kohle. So, willst du was sagen hier? Wort zum Sonntag. Du sollst dich mal ein bisschen hier links machen. Dich es ein bisschen war bewerben. Immer einvernehmlich. Danke mal, was für seine Vorlieben sind. So alte, dicke Weiber. Also, hab mich gefreut. Haut da rein, wir sehen uns. Ey, und abonnieren nicht vergessen. Ey, bitte, nehmt diesen verdammten Button einmal auseinander. Das geht doch nicht, ey. Einfach draufdrücken. Haut da rein. Ich bin verliebt. Hallo, Baby! Ein Erstgeborener. Sag doch mal was.